Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas. Freut mich, dass du heute bei Lektion 5 gelandet bist. Aus dem Übungsbuch von Ein Kurs im Wundern. So sieht das Buch aus. Im Greuthof Verlag erschienen und beziehbar. Sowohl über alle gängigen Online-Portale. Also, wir schauen uns heute an, dass wir uns nie aus dem Grund aufregen, den wir meinen. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Hier steht es nochmal. Und das ist vielleicht eine etwas schwierige Lektion, weil du vielleicht versucht bist zu denken, naja, hier habe ich wirklich recht. Der und die haben mir wirklich was angetan, indem sie etwas getan haben, was ich nicht wollte, oder indem er oder sie etwas unterlassen hat, etwas zu tun, was ich gerne wollte und was wichtig für meine Existenz und für mein Leben und für mein Ansehen und so weiter ist. Und da kommen wir schon dabei an, dass wir Rollen verteilen und wir jedem und allem zuschreiben, was es tun soll, nach unserem besten Verständnis. Und es basiert immer darauf, dass es für das hier, für den hier, das Beste tun soll. Aber vielleicht ist die Idee schon bekannt, dass sowohl die Welt und damit inklusive der Körper eine Projektion deines Geistes ist. Gestern haben wir in der Lektion gesehen, dass Jesus uns mit diesem Übungsbuch darauf hinführt, das Bedeutungslose vom Bedeutungsvollen unterscheiden zu können und dass das Bedeutungslose außerhalb von uns ist, also baba, das hier, und das Bedeutungsvolle innen ist. Das ist nicht in deinem Körper, sondern es ist in deiner Erfahrung von dir selbst, in deiner Rückkehr zur gegenwärtigen Quelle, in der Führung, die der Heilige Geist übernimmt, um dir zeigen zu können, dass du niemals aus der Einheit mit Gott herausgefallen bist. Und das Überraschende und das Tolle ist, dass wir das sogar hier in der Illusion der Welt erfahren und erfahrbar machen durch unsere Neuausrichtung mit einem Kurs im Wundern. Und schauen wir mal, was Lektion Nummer 5 sagt. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Dieser Gedanke kann wie der vorhergehende auf jeden Menschen, jede Situation oder jedes Ereignis angewendet werden, von denen du denkst, dass sie dir Schmerz bereiten. Ja, vielleicht hast du Sorge um, wie wird alles wohl kommen, was werden für Maßnahmen ergriffen, wie wird der neue Impfstoff funktionieren, was wird aus meinem Job, was wird aus meinem Einkommen, was wird aus meiner Gesundheit und so weiter. Alle Situationen, die dir Sorge bereiten. Und vielleicht ist es irgendwas Banales, wo du merkst, okay, du bist einfach nur angefressen. Irgendeine Situation nagt an dir, da ist irgendwas noch nicht rund. Dann wende den Leitgedanken auf diese Situation an. Wende ihn ausdrücklich auf alles an, was du für die Ursache deiner Aufregung hältst, indem du zur Beschreibung des Gefühls jeweils den Ausdruck verwendest, der dir zutreffend erscheint. Die Aufregung mag als Angst, Sorge, Depression, Beklommenheit, Ärger, Hass, Eifersucht oder in irgendeiner anderen Form aufzutreten scheinen, wobei alle diese Formen als verschieden wahrgenommen werden. Das ist nicht wahr. Es ist alles derselbe Gedanke, der dahinter liegt. Es ist Aufregung. Bis du jedoch gelernt hast, dass die Form keine Rolle spielt, wird jede Form zu einem passenden Gegenstand für die Übungen des Tages. Den gleichen Leitgedanken auf jede einzelne von ihnen getrennt anzuwenden, ist der erste Schritt zur letztendlichen Einsicht, dass sie alle gleich sind. Und wenn du durch diese Übungen gehst, wie sie hier weiter im Übungsbuch beschrieben wird, wirst du feststellen, okay, ich kann es wirklich lösen von den spezifischen Situationen, denen ich meinen Ärger oder meine Beklommenheit oder Angst oder Sorge und so weiter zugeschrieben habe. Denn ich muss feststellen, dass mein Geist, dass ich mich auf Ärger konzentriert habe, dass ich mich auf Aufregung konzentriert habe und der Aufregung nur Bilder und Situationen zugeschrieben habe. Also ist es nicht wirklich eine bestimmte Situation, die Heilung benötigt, sondern es ist mein Geist, der an etwas glaubt, was mich in einer Erfahrung von real erscheinendem Konflikt hält. Und das ist nicht das,
was ich haben möchte. Deswegen bin ich zu einem Kurs im Wundern überhaupt gekommen, weil ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Es muss einen besseren Weg geben. Und bei mir war es, dass ich in einem der schönsten Länder der Welt lebte. Ich hatte einen Job, ich hatte ein Apartment direkt am Ozean. Ich hatte Freizeit, ich konnte viel reisen, ich konnte viel spirituellen Interessen nachgehen. Und dennoch bin ich morgens aufgewacht mit Angst. Und ich konnte den Moment sehen, wo ich aus dem Nachtschlaf in diesen Tag erwachte und einfach merkte, wie die Programme von Angst zu laufen anfingen. Und ich habe gesagt, es kann nicht sein, ich habe keinen Grund für Angst. Ich brauche etwas anderes. Und da kam ein Kurs im Wundern und zeigte mir, dass ich an dem schönsten Ort der Welt, für mich war es damals Westaustralien, am schönsten Ort der Welt sowohl Himmel als auch Hölle erfahren kann. Genau wie an jedem anderen Ort. Weil es auf die Qualität meiner Gedanken, weil es auf die Ausrichtung meines Geistes ankommt. Und wozu ich diesen Tag und diesen Ort nutzen möchte. Und dann möchte ich mit dir in das Textbuch einsteigen. Vergebung und das Ende der Zeit. Und ich lese bei 4 weiter. Veränderung ist die größte Gabe, die Gott allem gab, das du ewig machen möchtest, um sicherzustellen, dass nur der Himmel nicht vergehen wird. Du wurdest nicht geboren, um zu sterben. Du wurdest nicht geboren, um in Angst, Reflexion, in Schuldreflexion, in Ungewissheitsreflexion zu sein. Denn das ist nicht, was du bist. Das ist nicht Substanz dessen. Es steht nicht im Einklang mit dem, was du bist. Und deswegen ist hier der Aufruf, komm in einen gegenwärtigen, ewigen Moment, in dem du neu reflektieren kannst, durch Lektion Nummer 5. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Du sagen kannst, hey, es ist eine neue Alternative, eine gegenwärtige neue Alternative verfügbar, durch die ich an dieser Welt vorbeigehen kann, durch die ich das Licht meines Geistes zulassen kann, denn es ist nur ein Problem. Ich rege mich über etwas auf, und zwar nie aus dem Grund, den ich meine. Es ergibt also keinen Sinn, wie ich argumentiere in meiner Aufregung. Es gibt keinen Grund zu sterben, weil der Tod nirgends ist. Daher ist gegenwärtig etwas anderes hier. Und das gegenwärtige andere macht sich mehr und mehr in dir als eine vollständige Antwort bemerkbar. Und zeigt dir, ja, du bist tatsächlich gemeint. Du bist tatsächlich direkt angesprochen und du bist 100% abgeholt. Denn du wirst von außerhalb deines zersplitterten Geistes in der Erfahrung der Zersplitterung angesprochen und dir wird gesagt, nichts von dem, was du siehst, nichts, worüber du dich aufregst, ist wirklich überhaupt da. Es ist eine Scheinargumentation, die auf nichts beruht, aber der Glaube an nichts lässt es real aussehen. Okay. Und hier kommt deine Entschlossenheit rein, festzustellen, wo du Ausnahmen machst und wo du sagst, ja, diese Gedanken sind aber wirklich wichtig. Gedanken von Tod und von Krankheit und Sorge sind wichtiger. Die kann ich nicht einfach so sein lassen, aber wende den Gedanken trotzdem darauf an. Also zum Glück können deine Gedanken, deine Ausrichtung, deine Zielsetzung für deine Erfahrung verändert werden. Du wurdest nicht geboren, um zu sterben. Du kannst dich nicht ändern, weil deine Funktion von Gott festgelegt ist. Alle anderen Ziele sind in der Zeit angesiedelt und ändern sich, damit die Zeit erhalten bleibe, mit Ausnahme von einem. Vergebung zielt nicht darauf ab, die Zeit zu behalten, sondern auf ihr Ende, wo sie nicht mehr von Nutzen ist. Ja, Zeit wird überflüssig werden, weil du die Lektionen der Zeit gelernt hast, weil du gesehen hast, dass Zeit nur eine Lektion beinhaltete. Trennung hat nie stattgefunden.
Trennung hat nie stattgefunden. Du bist immer noch, wie du erschaffen wurdest. Du hast dich nicht selbst gemacht. Deswegen sagt Jesus in der Bibel, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage. Ich führe euch, bis die Notwendigkeit für Zeit vorüber ist. Sobald ihr Zweck erfüllt ist, sobald der Zweck der Zeit erfüllt ist, ist sie dahin. Und dort, wo sie einst Macht zu haben schien, wo sie einst Körper alt werden ließ, wo sie Gebäude zerfallen ließ, wo sie Atome zerfallen ließ, wo sie Dinge auseinandertrieb, wo sie Komplexität, scheinbare Komplexität an den Tag legte. Dort, wo sie einst Macht zu haben schien, ist jetzt die Funktion wiederhergestellt, die Gott für seinen Sohn in völligem Gewahrsein begründet hat. Weder kann die Zeit ihrer Erfüllung ein Ende setzen, noch ihrer Unveränderlichkeit. Es gibt keinen Tod, weil die Lebenden die Funktion miteinander teilen, die ihr Schöpfer ihnen gab. Wir teilen diese Funktion, die Gott uns gab. Es kann nicht die Funktion des Lebens sein, zu sterben. Es muss die Ausdehnung des Lebens sein, damit es immer und auf ewig und ohne Ende eins sei. Diese Welt wird nur dann deine Füße binden, deine Hände binden und deinen Körper töten, wenn du glaubst, sie sei gemacht, um Gottes Sohn zu kreuzigen. Wenngleich sie auch ein Traum des Todes war, brauchst du sie dir nicht dafür stehen zu lassen. Ja, du bist frei. Du bist vom Tod befreit. Du kannst einfach wählen, nein, ich sterbe nicht. Und nichts stirbt, weil ich festlege, dass es diesem Zweck nicht mehr dienen soll, denn es wird nicht erreicht. Ich kann zwar sehen, okay, da ist wieder, hat wieder jemand den Körper abgelegt, da ist jemand gestorben, da ist jemand nach Hause gegangen, da hat Gott jemanden nach Hause gerufen, da ist jemand sein Leiden erlegen, aber diese Aussagen reflektieren nur meine Entscheidung, dass Tod wirklich sein soll, dass der Sohn Gottes sterben soll. Aber was ewig ist, kann nicht sterben. Also ist hier Veränderung ein wahrer Segen. Ich kann den Zweck verändern, den ich in den Dingen sehe. Okay. Da wird ein Körper abgelegt, aber es heißt nicht, dass Gottes Sohn gestorben ist. Da stirbt ein Baum, da fällt ein Blatt vom Baum. Das heißt nicht, dass Gottes Sohn gestorben ist. Da wird ein Kind geboren. Das heißt nicht, dass ein Kind geboren wird und sterben wird. Sondern es sind nur Reflexionen in einem Traum, nur Gelegenheiten zum Lernen. Das ist unser Klassenzimmer. Wenngleich sie auch ein Traum des Todes war, brauchst du sie dir nicht dafür stehen zu lassen. Lass dies verändert werden und in der Welt ist nichts, was nicht ebenso verändert werden muss. Denn hier ist nichts, was nicht durch das definiert wird, wozu es in deinen Augen dient. Wie lieblich ist die Welt, deren Zweck Vergebung für den Gottessohn ist. Wie frei von Angst, wie voll des Segens und des Glücks. Und welche Freude ist es, eine kleine Weile an einem solch glücklichen Ort zu verweilen. In einer solchen Welt kann auch nicht vergessen werden, dass es nur eine kleine Weile ist, bis die Zeitlosigkeit leise kommt, um an den Platz der Zeit zu treten. Und dies ist der Moment, den wir erlauben. Ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Ich lasse meinen Grund für Ärger leise durch den Zweck der Zeitlosigkeit ersetzen. Jo. Okay, noch einmal. Wie lieblich ist die Welt, deren Zweck Vergebung für den Gottessohn ist? Wie frei von Angst, wie voll des Segens und des Glücks? Und welche Freude ist es, eine kleine Weile an einem solch glücklichen Ort zu verweilen? In einer solchen Welt kann auch nicht vergessen werden, dass es nur eine kleine Weile ist, bis die Zeitlosigkeit leise kommt, um an den Platz der Zeit zu treten. Okay, und hier kommt die Zeitlosigkeit. Um leise an den Platz zu treten, an dem vormals Tod gesehen wurde. Der Tod wird nicht angegriffen, das Leid wird nicht angegriffen.
Es wird nur leise ersetzt, weil es niemals war. Und hier begegnen wir uns als Brüder in Christus und in den Früchten deiner Vergebung. Und darin wirst du erkannt und erkennst dich selbst und erkennst, dass du dich selbst erkannt hast. Dass es kein anderer war, dem du begegnetest, sondern ein Sohn bedeutet nicht ein Sohn in Einsamkeit, ein Sohn in unendlicher, gegenwärtiger Ausdehnung vom Fehlen an irgendetwas. In unendlicher Ausdehnung von Fehlen an nichts. Im Überfluss von allem, was du selbst bist. Und das ist eine Erfahrung, eine ganz banale Erfahrung, von der du schon immer wusstest, von einem Aha, natürlich, na klar, so ist es. Und von deiner Bereitwilligkeit zu sagen, okay, Heiliger Geist, nutz mich in der Anwendung dieser Lektion. Wir sehen uns in diesem Moment.